Guten Morgen, ihr Lieben. Heute möchte ich euch den Start in die neue Woche ein bisschen versüßen und euch ein bisschen Schwung und Elan mitgeben. Und das mache ich nicht alleine, sondern habe mir Verstärkung geholt heute Morgen. Ich habe nämlich die Shailia Stevens mit an Bord. Guten Morgen, Shailia. Guten Morgen, Caroline. Hallo alle Zuseher. Ja, und wir wollen heute darüber sprechen, über die Summer School of Possibilities, die schon nächste Woche startet. Und wir haben inzwischen schon 54 Anmeldungen, was mega, mega cool ist und mehr als jemals zuvor. Und ich weiß, es gibt ein paar Leute, die haben noch nie an dem Online-Kurs teilgenommen. Die sind vielleicht auch ein bisschen skeptisch, wissen nicht so recht, wie das Ganze abläuft, was eigentlich auf sie zukommt. Und deswegen hatten Shailia und ich die Idee, dass sie mir einfach ein paar Fragen stellt. Sie kennt den Kurs nämlich auch noch nicht. Sie weiß auch gar nicht so genau, worum es eigentlich geht. Und dann können wir euch einfach eine Entscheidungshilfe geben und ihr könnt für euch schauen, ob das vielleicht das Richtige für euch wäre und wie so ein Online-Kurs eigentlich abläuft und um was es eigentlich geht. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich direkt, oder Shailia? Ja, genau. Also dann übernehme ich die Steuer. Ich bin diejenige heute, die nämlich die Fragen stellt. Und Caroline und ich, wir haben im Vorfeld des Gesprächs gesagt, wir müssen an Carolines Mutter denken. Das letzte Mal, wo wir ein Interview gemacht haben, haben wir beide wohl so schnell geredet, dass sie kaum mitgekommen ist. Und Caroline hat schon richtig chillig angefangen heute früh. Jetzt übernehme ich, Caroline, an ich werde mich einfach mit Schuhe stellen von deinen potenziellen Teilnehmern, diejenigen, die vielleicht darüber nachdenken, mitzumachen, die aber vielleicht nicht so recht wissen, ob das für sie das Richtige ist. Und die erste Frage, die für mich natürlich als potenzieller Teilnehmer wichtig ist, ist es für mich, also wie kann ich erkennen, ob der dieser Online-Kurs, diese 3 Wochen Zeit zusammen online mit anderen, mit dir, das Richtige ist, also an wen richtet sich der Kurs? Wie könnte ich mich darin wiedererkennen? Ja, so die Summer School of Possibilities ist im Prinzip gemacht für Menschen, die merken, ich stecke irgendwie fest in meinem Leben, ich habe sehr viel Alltagsroutine, aber ich bin nicht wirklich erfüllt und glücklich in meinem Leben. Vielleicht fühle ich mich sehr fremdbestimmt, weil ich Vorgaben habe im Job, weil ich eine familiäre Situation habe, wo ich sehr gefordert bin, wo ich einfach sehr, ja, einfach eingeengt bin und nicht so wirklich mich entfalten kann und nicht wirklich das machen kann, was ich eigentlich möchte. Aber ich weiß auch gar nicht so genau, was eigentlich mein Ding ist und vor allem weiß ich überhaupt nicht, wie ich da rauskomme. Ja, das heißt, wir haben also Teilnehmer dabei, die zum Teil schon eine längere Zeit auch unzufrieden sind, aber nicht so wirklich wissen, wie sie da rauskommen sollen und wie sie überhaupt irgendwas anderes möglich machen können in ihrem Leben. Und Caroline, wie ist es bei diesen Personen? Sind das eher Personen, die dann im Job sind, in einer festen Anstellung, oder sind auch Selbstständige oder Menschen mit eigenen Geschäften betroffen? Also wer ist da hauptsächlich angesprochen? Also wir haben tatsächlich eine relativ bunte Mischung immer gehabt in den letzten Jahren, aber so schwerpunktmäßig sind es schon Menschen, die in einem Job angestellt sind oder auch Frauen, die gerade vor allem für die Familie da sind. Das heißt, die vielleicht im Moment gar nicht arbeiten oder nur Teilzeit arbeiten und wo es einfach auch so darum geht, wieder was für sich zu machen und was will ich eigentlich, wo will ich hin? Und ja, es ist so wirklich, um eine Idee zu kriegen, was ist da sonst noch möglich für mich, was ich vielleicht so in meinem Tunnel und in dem, was ich gewohnt bin, in dem, was ich bisher gesehen habe und wie ich bisher gelebt habe, einfach noch gar nicht gemerkt habe. Ja, so um wirklich neue Möglichkeiten, neue Inspirationen zu kriegen und ja, einfach den Raum aufzumachen dafür, dass neuer Schwung und neuer Elan ins Leben kommen darf. Okay, also sehr klar. Dann du hast gerade gesagt, also es geht um Möglichkeiten. Also Summer School of Possibilities ist ein englischer Begriff, was mich natürlich extrem anspricht, Amerikanerin. Aber Possibilities, es geht um Möglichkeiten. Das heißt, habe ich es richtig verstanden, dass man binnen dieser 3 Wochen zusammen mit dir und den anderen, dass man mehr Möglichkeiten entdeckt, was man mit seinem Leben machen kann, wie man herauskommt aus dieser Unzufriedenheit. Ist das richtig? Also wenn ich das so ausspreche?
Ja, es gliedert sich im Prinzip, gliedert sich wie in drei Teilbereiche, was auch sich dann letztendlich widerspiegelt in den drei Modulen, die wir haben. Im ersten geht es überhaupt erstmal darum, auf die Idee zu kommen, nach mehr zu fragen und so auf die Idee zu kommen, dass da überhaupt noch was anderes möglich ist. Weil ganz viele stecken einfach so fest in ihrer Routine und die Abläufe sind immer die gleichen und jeder um mich herum macht irgendwie auch das Gleiche. Und da braucht es erstmal wie so eine Inspiration von außen, wie so ein Kick von außen, der in dem Fall durch mich kommt, so hey, da ist noch mehr möglich, ja, und du darfst noch mehr fragen. Und auch wenn du jetzt gerade noch überhaupt gar nicht weißt, wie das funktionieren soll und was da für dich drin ist, aber überhaupt erstmal sozusagen auf die Idee zu kommen, dass da eine Veränderung möglich ist, dass es möglich ist, ein wirklich erfülltes und freies und selbstbestimmtes Leben zu führen, das ist für viele mal so der erste Schritt. Und dann, wenn man diesen Schritt macht und wenn man so auf die Idee kommt, wo, naja, okay, also vielleicht gibt es da doch noch was, was für mich gemacht ist, ja, vielleicht gibt es da doch noch irgendwie was, was wirklich mein Ding ist und wofür ich brenne, egal ob jetzt beruflich oder privat, dann kommen natürlich tausend Wenn und Abers rein. Dann kommen Ängste, dann kommen Zweifel, dann kommen alle möglichen Stimmen im Kopf, die dir erzählen, dass du das nicht kannst und nicht darfst und nicht sollst und es funktioniert sowieso nicht. Und das ist dann der nächste Schritt, also mit diesem, ich sag mal ganz flapsig, mit diesem Mindfuck umzugehen und zu lernen, was mache ich denn damit, ja, und zu lernen, darüber hinaus zu gehen. Und der dritte Schritt ist dann tatsächlich, diese Veränderung auch einzuleiten und möglich zu machen, ja, also ganz konkret Tools an die Hand zu bekommen und wirklich auch von mir und von dieser starken Gruppe, die wir zusammen haben, diese Energie mitzubekommen von, hey, es ist mehr möglich für dich, ja, und das ist wirklich so ein Schwung, von dem du dann mitgetragen wirst, von hey, jetzt aber wirklich einfach auch das in die Tat umzusetzen und konkret was zu verändern. Und vielleicht einfach als Beispiel, was ich oft als Rückmeldung bekommen habe aus den letzten Jahren, war, dass die Teilnehmer gesagt haben, hey, ich habe in dieser Facebook-Gruppe was gepostet zu irgendeinem Thema, ich habe eine Frage gestellt und dann haben ein paar Leute geantwortet, es müssen gar nicht so viele gewesen sein, vielleicht fünf, sechs, und haben da Möglichkeiten eingebracht, Ideen eingebracht, auf die wäre ich selber nie gekommen. Ja, also das heißt, allein die Tatsache, dass da eine Gruppe ist, die sozusagen ein bisschen ja, ähnliche Ideen und ähnliche Vorstellungen hat und jeder bringt da einfach neue Möglichkeiten für dich ein, auf die du alleine nicht kommst. Allein nur das macht schon so einen Riesenunterschied. Ja, und auch, ich kann mir vorstellen, aber auch das gesehen werden von den anderen, das ist für mich unser Leben als Menschen, oder? Dass wir gesehen werden und wenn die Gruppe auch noch für uns eintritt und das kollektive Gehirn anschaltet für einen, das hört sich mächtig an. Und ich komme gleich wieder zurück zu sprechen auf diesen Gruppenaspekt, weil das mich sehr interessiert, auch die Idee, wie funktioniert das über die Ferne, weil man ist ja nicht zusammen in einem Raum, sondern in einem Online-Kurs. Aber bevor wir in diese Richtung gehen, was mir auch als Frage gekommen ist, weil du hast gesagt vorhin, das ist ja nicht das erste Mal, dass du diesen Kurs durchführst. Du hast Erfahrung aus der Vergangenheit. Was sind besondere Highlights und Geschichten von Personen, die über diese Zeit eine Transformation erlebt haben und plötzlich Möglichkeiten für sich gesehen und umgesetzt haben? Fällt dir da was auf oder im Kopf? Kommt dir was? Ja, was ich tatsächlich immer wieder höre, und ich bin mit vielen Kundinnen vor allem, die teilgenommen haben in den letzten Jahren, immer wieder in Kontakt, mal mehr, mal weniger, aber ich kriege immer wieder die Rückmeldung, zum Teil nach einem Jahr oder dann auch nach 2 Jahren, wo die Frauen mir sagen, hey, die Summer School war für mich wirklich der Start von einer riesengroßen Veränderung. Natürlich, der Kurs geht über 3 Wochen, natürlich wird innerhalb von 3 Wochen nicht dein ganzes Leben anders sein. Das wäre auch ein bisschen zu schnell, das wäre ein bisschen zu turbulent. Aber sie sagen mir, dass sie in diesen 3 Wochen Ideen und Werkzeuge mitgekriegt haben, die wirklich den Startschuss gelegt haben, gesetzt haben für eine enorme Veränderung. Und wenn ich diese Frauen jetzt sehe, nach einem Jahr oder nach 2 Jahren, es ist unglaublich, was sich getan hat, wie sie sich entwickelt haben, wie sehr sie aufgeblüht sind, wie sehr sie sich jetzt trauen, ihr Ding zu machen. Viele haben angefangen, sich selbstständig zu machen oder eine Selbstständigkeit nebenbei aufzubauen. Viele haben angefangen, mehr zu reisen, obwohl sie zum Beispiel Familie haben angefangen, sich mehr zu trauen, auch alleine zu machen und wirklich so ihr Ding gefunden. Und sie sagen mir, hey, ich benutze immer noch die Tools, die du uns damals gegeben hast. Es ist immer noch so mein Standardwerkzeugkasten und
ohne das wäre ich nie so weit gekommen. Und das ist natürlich super, gell? Das ist einfach, die Summer School ist wirklich so eine Grundausrüstung an, hey, das brauchst du, um dein Leben aktiv zu gestalten. Das hört sich sehr gern. Es fühlt sich auch an, so wie eine Initialanzünder, also dass etwas angestoßen und losgeht und von dort weg ein Prozess in Gang kommt, oder? Absolut. Und das Schöne ist, dass die Materialien, die ich zur Verfügung stelle, es gibt ja eine umfangreiche Mediathek auch dazu, plus natürlich Live-Calls, die aufgezeichnet werden. Das steht den Teilnehmern einfach auch über diesen Kurs hinaus unbegrenzt zur Verfügung. Und ich kriege dann oft mal die Rückmeldung, dass sie sagen, oh, du, ich habe mir den Call nochmal angehört oder ich habe nochmal in die Materialien, in die Mediathek reingeschaut oder ich mache sogar den ganzen Kurs nochmal für mich durch, ja, einfach nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr. Also das bleibt einfach und damit bleibt sozusagen auch diese Möglichkeiten bleiben bestehen. Und immer, wenn ich dann mal wieder was brauche oder wenn ich merke, ich stecke vielleicht wieder ein bisschen fest, dann gucke ich halt einfach nochmal rein und ziehe mir wieder was raus, was mich sozusagen aufs nächste Level hebt. Hol mir noch einen Kick sozusagen. Ja, absolut. Also Karin, du und ich, wir bewegen uns tagtäglich in der digitalen Online-Welt und unser ganzes Business läuft online, also überwiegend. Wir haben zwar einige Vor-Ort-Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten, aber wir sind doch sehr, sehr affin. Und natürlich leben wir in einer digitalen Welt und viele Leute, die beruflich tätig sind heutzutage, haben ganz klar ihre Rechner als Fokus ihrer Arbeit. Sie arbeiten mit E-Mails und mit anderen Technologien. Doch viele Leute sind immer noch nicht gewohnt, online in einem Kurs zusammenzuarbeiten mit anderen. Vielleicht können wir beginnen, dort aufzuklären. Und eine Frage wäre, du hast einige Komponenten angesprochen. Also du hast gesagt, es gibt eine Mediathek und es gibt Live-Calls und sonst was. Also vielleicht kannst du über diese Idee der begleiteten Online-Gespräche sagen, was das auf sich hat. Ja, also was mir ganz wichtig ist, ist, dass meine Online-Kurse sind nie reine Selbstlernkurse, sondern ich biete immer eine persönliche Begleitung. Das heißt, bei mir ist es immer eine Kombination und so ist es jetzt auch in der Summer School. Es gibt auf der einen Seite eine Mediathek, also eine Kursplattform, wo wir drei Module haben, über die ich quasi Woche für Woche durchführe, mit Videos, mit Audios, mit Aufgaben. Und diese Materialien stehen sozusagen unbegrenzten Zeitraum zur Verfügung. Das heißt, da kann jeder reinschauen, wann es ihm passt. Egal, ob das abends ist, wenn die Kinder im Bett sind, ob das in der Mittagspause ist. Wir haben tatsächlich auch immer relativ viele Teilnehmer, die gerade im Urlaub sind, weil wir ja im August sind in der Summer School. Und das ist super. Also die schreiben dann, oh, ich habe heute dein Audio am Strand gehört, ja, oder jetzt gucke ich mir noch dein Video an und gehe dann gleich nochmal runter in die Bar oder so, gell. Und also das ist natürlich das Schöne, das liebe ich einfach, diese Flexibilität, die Online-Kurse bieten. Das heißt, diese Materialien, die gibt's und die stehen dir zur Verfügung jederzeit, sodass du in deinem ganz eigenen Tempo da reingucken kannst. Auf der anderen Seite ist mir aber diese persönliche Begleitung total wichtig und wir kriegen auch immer wieder die Rückmeldung, dass das einen riesengroßen Unterschied für die Leute macht. Das heißt, was wirklich absolut essentiell für uns ist, ist ein geheimes Facebook-Forum, wo wirklich nur die Teilnehmer aus der Summer School drin sind. Das ist ein ganz, ganz geschützter Raum, den wir auch wirklich halten. Vor allem ich und Dana, meine Assistentin Dana, die mitcoacht und wirklich super die Gruppe auch mitbetreut und trägt. Wir stecken viel Energie rein. Wir sind präsent in dieser Gruppe. Wir beantworten Fragen, wir geben Tipps, wir geben Inspirationen. Wir muntern auch mal auf, wenn es braucht. Und natürlich feiern wir dann auch die Erfolge oder die Erkenntnisse, die da sind. Und da ist wahnsinnig viel Bewegung drin. Und einfach ein sehr, sehr geschützter Raum, in dem die Teilnehmer sich wirklich so zeigen können, wie sie sind und wo dann sehr, sehr viel Veränderung nochmal passiert und wo tatsächlich auch, und das habe ich selber lange Zeit nicht geglaubt, über die Ferne wirklich auch tiefe Freundschaften entstehen. Also wir haben aus den letzten Jahren Menschen, die haben sich noch nie persönlich gesehen und sind wirklich aus so einem Online-Kurs zusammengekommen und sind immer noch in Kontakt. Zum Teil haben sie sich dann mal besucht, aber das ist wirklich ein Raum, wo Begegnung möglich ist. Und das Ganze wird dann noch getoppt sozusagen durch insgesamt drei Live-Calls, die ich gebe, die über eine Telefonkonferenz ablaufen, auch total easy, einmal Daten, Festnetznummern für quasi jedes Land dieser Erde. Das heißt, man braucht im Endeffekt wirklich nur ein Telefon und ein Handy und hat mich an der Leitung und kann dann sozusagen wie eine Art virtuellen Vortrag mir live anhören und auch Fragen dazu stellen.
Sehr schön. Also es gibt also viele Komponenten, dass man sowohl im eigenen Tempo vorgehen kann, wie auch die Zeiten, wo man zusammenkommt mit der Gruppe und mit dir. Jetzt, was mir gerade so quasi so als Alarmglocke losgegangen ist, ist vielleicht für viele, wo sie im Kurs sind bei dir und ihre Möglichkeit ist vielleicht eine berufliche Neuorientierung und vielleicht denken sie darüber nach, entweder ihr Job zu verlassen oder zu wechseln oder gar, hast du gesagt, manchmal sich selbstständig zu machen. Und dann denkt man, oh Gott, okay, man ist in dieser Facebook-Gruppe, da ist ein geschützter Raum, aber was bedeutet das wirklich? Also sieht es der Arbeitgeber, dass man postet solche Gedanken, wo man nachdenkt zu wechseln? Oder wie kann man überhaupt sicherstellen, dass das nicht an die Öffentlichkeit gerät? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir haben auch immer wieder Leute, relativ viele, die sich wirklich zur Summer School dann erst auf Facebook anmelden, die vielleicht vorher gar nicht da präsent waren. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das nochmal klarzustellen. Es ist wirklich eine absolut geschlossene Gruppe und zwar sogar eine geheime Gruppe. Das bedeutet, dass wir ganz aktiv jede einzelne Person einzeln einladen, um an dieser Gruppe teilzunehmen. Es ist natürlich keine Verpflichtung, es ist eine Möglichkeit. Und das heißt aber, wir gehen die Teilnehmerliste durch und laden jede einzelne Person ein und ansonsten kommt dann niemand rein. Und da haben wir auch unsere Augen drauf, das ist technisch auch gar nicht möglich, dass da sonst jemand reinkommt. Aber das heißt natürlich, dass alles, was in dieser Gruppe geschrieben wird, alles, was in dieser Gruppe ausgetauscht wird, absolut unter uns bleibt. Das ist zum einen die technische Voraussetzung natürlich, dass das nirgendwo anders auf Facebook erscheint und schon gar nicht irgendwo öffentlich. Und es ist aber natürlich auch eine Art Ehrenkodex, den wir unter den Teilnehmern dann haben, was einfach alles, was dort kommuniziert wird, ähnlich wie bei einem Offline-Seminar, ist es ja das Gleiche, dass man einfach vereinbart, dass alles, was da geschrieben und ausgetauscht wird, dass es wirklich in der Gruppe bleibt und es geht einfach auch niemand anderen was an. Sehr gut. Das heißt, auf Englisch würde ich sagen, what happens in Vegas stays in Vegas. Ja, genau. Und bei einer geheimen Gruppe auf Facebook ist ganz klar, niemand sieht, dass du drin bist. Als Suchmaschinen sich auffinden. Also das ist eine richtige private Einstellung. Ja. Und wie du sagst, also jemand, der vielleicht sagt, okay, trotzdem möchte ich nicht in der Facebook-Gruppe drin sein, das hindert sie ja nicht dran, die Videos anzuschauen. Das hindert sie ja nicht dran, an den Live-Post teilzunehmen, gell? Absolut. Und es kommt auch immer mal wieder vor. Es sind nicht so viele Menschen. Die meisten kommen dann in die Facebook-Gruppe. Aber wie gesagt, es ist absolut kein Muss und man kann den kompletten Kurs durchlaufen und wirklich auch den totalen Benefit davon kriegen, wenn man einfach die Tools benutzt und die Module durchläuft und die Live-Calls sich anhört oder dann eben die Aufzeichnung hinterher. Ja, absolut. Lass uns zum Schluss vielleicht über diese Kraft der Gruppe sprechen, weil eine Sache, die ich immer wieder höre, wenn es um Online-Kurse geht, ist einerseits die Begeisterung, dass die anderen dort sind und dass man sich mit denen austauschen kann, dass eine Community entsteht. Andererseits ist auch manchmal die Angst, hey, wenn so viele Leute drin sind im Kurs, dann werde ich irgendwie wohl zur Nummer, ich werde gar keine persönliches Feedback bekommen oder was habe ich davon überhaupt? Du hast ja gerade gesagt, am Anfang des Videos, hey, wir haben mehr Leute drin als je zuvor. Ihr seid jetzt bei 54, glaube ich, Teilnehmer, die an Bord sind. Was kannst du denjenigen Leute sagen, die vielleicht freudig sind darüber, aber auch irgendwie innerlich sich nicht sicher sind über diese Gruppengröße und was? Und vielleicht kannst du einfach über diese Kraft der Gruppe sprechen. Ja, absolut gerne. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich habe selbst die Erfahrung gemacht. Ich war gerade auf Facebook in einigen Gruppen drin, zum Teil in sehr großen Gruppen. Und was ich dort erlebt habe, war entweder tote Hose, dass da gar nicht wirklich was passiert ist, oder dass die Leute es im Endeffekt als Selbstdarstellungs- und Werbeplattform benutzt haben und nicht wirklich den eigentlichen Sinn der Gruppe gelebt haben. Und als ich angefangen habe, so Online-Kurse zu geben, war für mich ganz klar, ich möchte diese Gruppe haben. Und es war für mich aber auch ganz klar, dass wir sozusagen da eine Absicht setzen, wofür ist diese Gruppe da und wozu dient sie? Und dass wir dann einfach auch da sind in der Gruppe, dass wir präsent sind, sie moderieren. Und ich habe mir eben Verstärkung geholt, damit ich das nicht alleine machen muss. Das heißt, wir sind zu zweit. Wir sind Montag bis Freitag jeden Tag in dieser Gruppe. Und wir gucken einfach auch, ja, und wir nehmen uns die Zeit, da zu sein, wir nehmen uns die Zeit, Fragen zu stellen.
Und es hat sich aber dann tatsächlich gezeigt, dass wir gar nicht so viel machen müssen, weil wir den Raum halten energetisch. Wir haben die Absicht reingegeben und dann sind die Teilnehmer so unterstützend gegenseitig und da entsteht so eine Eigendynamik in der Gruppe, dass wir dann oftmals nur so noch ein bisschen anschubsen und anstoßen. Und es ist für viele am Anfang auch eine Überwindung, gerade die es noch nicht kennen. Und ich höre dann oft so, ja, am Anfang habe ich mich nicht so getraut, aber dann habe ich doch mal was gepostet und es war total schön. Dann haben auf einmal so viele geantwortet und dann habe ich auf einmal so tolles Feedback gekriegt. Und ja, es ist dann einfach für viele auch ein neuer Schritt, wo sie merken, oh, okay, da kann ich ja auch sozusagen eine Unterstützung bekommen, die ich sonst einfach nicht kriege. Und das Schöne in diesen Kursen ist einfach, dass da Menschen sind, die ähnlich ticken wie du. Und die meisten Teilnehmer haben das in ihrem Alltag nicht. Ja, das heißt, in ihrem Alltag haben sie ihr normales Umfeld, wo einfach eine starke Routine drin ist und ein Umfeld, das sie so haben möchte, wie sie immer waren. Und wenn sie jetzt an dem Punkt sind, wo sie für sich drüber nachdenken, was zu verändern oder vielleicht auch sogar schon konkret Ideen haben, was zu verändern, dann fehlt oftmals in ihrem Alltagsumfeld die Unterstützung und vor allem das Verständnis dafür. Und da können wir einfach eine Gruppe bereitstellen, wo Leute da sind, die auch noch mehr fragen, wo Leute da sind, die wissen, es ist mehr möglich und die wirklich sich gegenseitig so toll unterstützen. Und das ist für ganz, ganz viele ist das eine Riesenunterstützung, weil es oftmals wirklich der einzige Raum ist und die einzigen Kontakte sind, die sie dabei unterstützen, jetzt wirklich diese Veränderung auch anzugehen. Ja, sehr, sehr schön. Ja, und ich kann das so gut nachvollziehen. Ich meine, das ist ein banales Beispiel, denn ich kann mich erinnern, ich hatte, nachdem ich geheiratet habe, in 1999, habe ich die nächsten 3 Jahre danach die Zeit gebraucht, um 20 Kilo zuzulegen. Bin dann ein Jahr zu Weight Watchers gegangen. Und das war auch so ein gutes Konzept. Und viele Leute drin, ihr Umfeld wollten gar nicht, dass sie abnehmen. Sie sind sogar mächtig im Widerstand gegangen, weil sie erstmal Angst hatten. Also die Ehemänner, das sind die Frauen vielleicht zu schön werden und sich neu orientieren außerhalb der Ehe und verrückt, die verrücktesten Dinge. Und man kommt sich, oder viele der Frauen da drin kommen sich echt so wie, bisschen wie Aliens vor, weil sie wollten was verändern, sie wollten neue Möglichkeiten für sich erschließen, aber sie hatten nicht die Unterstützung von ihrer Umgebung. Im Gegenteil, es ist sogar Widerstand dagegen. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen, was du sagst. Ja, wir haben oftmals eben nicht nur mit unseren eigenen Ängsten und Zweifeln zu tun und mit den eigenen Stimmen im Kopf, sondern wir kriegen dann zusätzlich einfach auch noch die Widerstände, die Skepsis im Außen ab. Und da geht es einfach darum, wirklich Möglichkeiten zu finden, Werkzeuge an die Hand zu bekommen, wie ich mit den Menschen, die mir ja total wichtig sind, die ja auch bitte bleiben sollten in meinem Leben, ja, gerade die Familie und die engsten Freunde, wie ich mit denen umgehe und wie ich es schaffe, meine Veränderung durchzuführen und meinen Weg wirklich zu gehen, diese Transformation zu machen und gleichzeitig sozusagen einfach in guten Kontakt, in einer guten Beziehung zu sein mit meinem Umfeld, auf jeden Fall. Also nicht Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern Vereinbarkeit von Möglichkeiten und Umfeld sozusagen. Ja, absolut, ja. Also jetzt für diejenigen, die jetzt zugehört haben, die meinen, ja doch, das trifft auch mich so, das könnte interessant sein. Wie geht das nach vorne? Ich weiß, dass die Summer School of Possibilities am 1. August beginnt, dass ihr 3 Wochen Zeit zusammen online verbringt. Wo findet man weitere Informationen? Wo kann man sich anmelden? Was möchtest du für eine herzliche Einladung aussprechen an all diejenigen, die denken, ja doch, das könnte für mich sein? Ja, wenn du jetzt gemerkt hast, dass du tatsächlich Lust hast, nach mehr zu fragen, dass du Lust hast, neuen Schwung und vor allem mehr Lebendigkeit in dein Leben zu bringen. Und wenn du Lust hast, dich von mir und einfach einer richtig starken Truppe dabei unterstützen zu lassen, diese neuen Möglichkeiten auch in dein Leben einzuladen, dann hast du die Möglichkeit, dich anzumelden noch diese Woche. Und zwar werde ich zum einen den Link dazu gleich überhalb von diesem Video verlinken, kannst du direkt draufklicken. Und ansonsten findest du alle Informationen unter www.caroline-otzelberger.de/ssop17. Und ja, natürlich hier auf Facebook wird es die nächsten Tage einfach noch ein paar Live-Videos geben und ich werde doch einfach euch einige Informationen zur Verfügung stellen und würde mich riesig freuen, wenn dann die ein oder andere von euch noch mit an Bord hüpft und wir nächste Woche am 1. August
mit einfach voll Karacho loslegen können. Sehr schön. Und vielleicht noch eine Idee dazu, wer heute zugehört hat und du kennst jemanden, der nach mehr Möglichkeiten in ihrem Leben sucht, dann teile unbedingt das Video mit ihnen, mit dem Link oder in deinem Facebook-Netzwerk, also wozu du dich auch berufen fühlst, sodass andere davon erfahren, weil das ist das Allerschönste, wenn wir etwas hören, was sinnvoll erscheint, dass wir das weitergeben an anderen, die betroffen sein könnten. Ja, auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank dir, Shalia, für diese tollen Fragen. Und wir haben vorhin gesagt, gell, du bist ja selber auch so unbedarft, du weißt gar nicht genau, um was es geht. Und ja, super, super hilfreich gewesen. Danke dir. Sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten den ein oder anderen Menschen helfen damit, eine bessere Entscheidung zu treffen. Es hat mir großen Spaß gemacht, Caroline. Es war eine große Freude. Und ja, that's it. Also good luck with the summer school. Viel, viel Spaß euch allen zusammen. Vielen, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.